Office. Auch der Fanatiker. In meiner einzigen Taschenlampe. Durchgeblieben, jagen mich seitdem. Muss mich ständig verstecken. Was auf eine gewisse Art auch recht praktisch ist. Man weiß nie, wohin es einen die nächste Nacht verschlägt. Ich kenne die Gegend jetzt wie meine Westentasche. Die ist wirklich interessant. Zum einen war hier früher ein militärisches Lager. Bin allerdings nicht reingegangen. Da scheinen irgendwelche Chemikalien zu sein. Dann gibt es noch das große Haus auf der anderen Kanalseite. Schon lange verlassen zu sein. Gibt es da noch etwas Interessantes? Ohne Boot komme ich da allerdings nicht hin. Diesbezüglich werde ich bald was unternehmen müssen. Wie auch immer, das Leben geht weiter. Und das Wasser, man kennt. Thank you.
Thank you.
du dort unten! Hey, such dir einen Weg aufs Gebäudedach! Ich lass den Kran für dich runter! Yeah.
Hmm.
Giganten! Du bist nicht schlecht, Bruder! Das war irre! Diese Mutanten sind ziemlich heftig. Die Dorfbewohner hatten keine Chance gegen sie. Aber du hast sie einfach abgemurkst! Nun, freut mich, dich kennenzulernen. Ich heiße übrigens Crest. Gehörst du zu diesem Zug? Ich wette, die Einheimischen wollten nicht mal mit dir reden. Haben direkt das Feuer eröffnet, oder? Natürlich. Diese dummen Mistkerle. Ich bin schon lang genug hier, um zu wissen, wie das Spielchen läuft. Die haben da einen Kult. Glauben, dass Technologie die alte Welt zerstört hat. Daher sind sie hier nicht gerade freundlich zu klugen Typen. Und ich? Sie wollten mich gerade einsperren, als ich mich bereit erklärte, gegen ihre elektrischen Dämonen zu kämpfen, um für meine Sünden zu büßen. Denn offensichtlich steckte ich mit dem Satan unter einer Decke. Und was für ein Satanist ich bin. Ich habe mein ganzes Leben lang gehandelt und Loks repariert. Und jetzt reise ich nach Osten. Ich bin diesen Teil des Landes leid, es gibt hier nichts mehr zu tun. Die Städte sind weg und überall lauern Banditen und Bestien. Auf der anderen Seite der Wolga ist jedoch viel Platz, gibt viele Möglichkeiten. Also kam ich mit meiner Motordresine voller Waren her und hoffte, auf dem Weg nach Osten gute Geschäfte zu machen. Ziemlich dumm von mir. Ich kann von Glück reden, mit dem Leben davon gekommen zu sein. Wie auch immer, seit eurer Ankunft habe ich wieder diesen kleinen Plan im Kopf. Alleine könnte ich ihn nie durchziehen, aber wenn ihr auch nach Osten wollt... Nach allem, was ich durchs Fernglas erkennen kann, ist es ein Wunder, dass eure Lok noch fährt. Übrigens, nimm das Fernglas. Ich zeig dir, wo alles ist. Schau zuerst zur Brücke. Siehst du den Abschnitt oben? Wenn der Notmechanismus noch funktioniert, wird er heruntergelassen. Katja aus der Kirche kennt das genauer. Ich selbst bin nie auf der Brücke gewesen. Dort zur Rechten, der riesige Hangar. Das ist das Terminal. Die Kultisten betrachten es als heiligen Ort. Da sind lauter Graffitis. Ihr Zarfisch lebt dort, weißt du? Dumme Idioten. Noch weiter rechts, siehst du das Gebäude bei den Waggons? Das war mal das Zugdepot. Jetzt gibt es da ein paar Banditen, aber der Ort an sich ist nicht schlecht. Der Bereich daneben ist auch nicht übel. Dort kann man gut jagen und so. In der Gegend habe ich mehrere sichere Lager aufgeschlagen. Wenn du sie findest, kannst du dich dort ausruhen und deine Ausrüstung reparieren. Es sei denn, du verbringst deine Nächte lieber am offenen Lagerfeuer. Komm schon, jetzt zeige ich dir mein Zuhause. Das ist meine Höhle. Und hier lebe ich. Das war kein Palast, aber hier ist ein Bett. Falls du also müde bist, fühl dich wie zu Hause. Ich habe eine Werkbank zum Basteln gebaut. Wenn du Munition oder Granaten brauchst, kannst du dich an den Rohmaterialien bedienen. Du kannst von hier alles haben, was dir gefällt. Ich kann eh nicht alles mitnehmen. Na los, nicht so schüchtern. Wie auch immer, ich muss dir sagen, dass das hier nicht nur ein hübsches Gesicht ist. Hier oben drin ist eine Menge Wissen gespeichert. Und sieh dir diese Hände an. Die wissen, wie man repariert. Bei mir solltest du nicht lange überlegen, ob du mich mitnimmst.
Ich habe von den Dorfbewohnern ein paar Kippen gekauft, bevor die Arschlöcher mich davongejagt haben. Diesen Schwachköpfen hat meine Taschenlampe nicht gepasst. Seitdem darf ich weder Dorf noch Brücke betreten. Aber du solltest wohl besser nicht sofort einen Kampf gegen sie beginnen. Sie haben eine Gehirnwäsche hinter sich und machen sich bei deiner Ankunft vermutlich vor Angst in die Hose. Ich wette, die würden glauben, dass der jüngste Tag gekommen ist. Und gerade noch rechtzeitig. Von ihnen hast du nichts zu befürchten. Ja, bei den Bestien ist das jedoch anders. Nimm zum Beispiel diese hässlichen Mutanten von vorhin. Einer davon ist kein Problem, aber triffst du auf ein Rudel, solltest du laufen. Einmal musste ich alles wegwerfen, um davon zu kommen. Und dabei hatte ich wirklich Glück. Die Schweinehunde sind schlau. Sie werfen Steine. Das tut höllisch weh. Aber Menschen sind immer schlimmer. Neulich kam ein paar Banditen her. Keine Ahnung, was die wollten. Die sind erst gar nicht zur Brücke oder zum Dorf. Diese Seilrutsche führt nach unten. Einfach einklinken und los geht's. Oh, vielen Dank. Vielen Dank. Oh.
Der Wichser hat echt geglaubt, wir lassen ihn gehen. Naja, haben wir jetzt auch gemacht. Ich muss nachladen! Er ist bei dem Auto! Ich hab den Dreckskerl im Visier! Zum Teufel ist das? Hierher! Er ist hier! Da! Presto, Mist! Muss nachladen, Leute! Stirb, du verdammter Schweinehund! Hab das Miststück im Visier! Der Hurensohn ist hier!
übernommen. Ich war bereit, ihnen ein Viertel der Ladung zu geben, aber sie wollten nichts davon hören. Wollten, dass ich ihnen zuerst meinen Diesel überlasse. Und verdammt nochmal, ich werde den Flachwagen nicht 200 Kilometer weit mit einer verschissenen Draisine schieben. Wir stecken allerdings tief in den roten Zahlen. Daher schicke ich dir Serge mit dieser Nachricht. Verkauf den Diesel an die Brüder. Sie haben Bares dafür geboten. Und besorg die Fähre. Oder einen motorgetriebenen Kahn. Oder ein Schleppschiff. Hast du mich verstanden, Simon? Nicht falschen. Sobald die anderen von der Brücke hören, wird jedes Stück Scheiße, das schwimmen kann, sein Gewicht in Gold wert sein. Wenn wir schnell genug sind, kriegen wir das hin. Mach hin, Simon. Zeit ist Geld.
Artyom, ich hab dich rufen gehört. Es war so schön da. Aber ich hab dich gehört und konnte dich nicht verlassen. Ahem.